Sikhs sind ja Feuermenschen, Sikhs essen ja Fleisch, kämpfen. Herzlich willkommen im Sikh-Tempel. Geht einfach mal ganz entspannt rein und schaut sich, was bei euch am Körper verändert. Mogulenbautor verändert die Energie der Menschen auf eine bestimmte Art und Weise. Und ihr werdet auf dem Weg dorthin immer kleiner. Es soll Energie abgegeben werden. Wenn ich ein Grabmal habe, soll die Energie im Grabmal bleiben. Und einfach beim Weg auch testen, wie verändert sich eure Bodenhaftung. Wann fühle ich mich am besten, wann fühle ich mich am schwächsten? Es gibt immer einen Indikator, ist immer der Solarplexus. Und auch ein Indikator ist immer die Stimmungslage. Wir haben Zeit, alles zu erspüren, alles zu machen.